Hey, liebe West Wing Community, ich bin Sarah. Ihr seid hier gerade mit mir in unserem Ferienhaus auf Mallorca. Und damit meine ich meinen Mann, meine Tochter, mich, aber eigentlich auch unsere ganze Familie, die hier immer wieder herkommt. Wenn euch meine Einrichtung gefällt, dann könnt ihr sie gerne nachshoppen. An unserem Outdoor-Bereich liebe ich, dass er so natürlich gewachsen ist. Also die Pflanzen, die hier sind, sind schon seit Jahrzehnten hier. Und es ist nichts irgendwie künstlich angelegt worden und man fühlt sich einfach, ja, wie mittendrin. Es ist auch ehrlich gesagt mein Lieblingsbereich vom Haus. Wenn wir hier sind, dann verbringen wir die Zeit meistens draußen. Wir sind im Garten, wir sind am Pool mit unserer kleinen Tochter am Planschen. Wir gehen gar nicht viel raus, würde ich sagen. Wir essen gemeinsam am Tisch. Also es ist einfach dieses familiäre Zusammenhaltsgefühl, was wir hier haben. Und ja, wir genießen einfach die Atmosphäre hier. Für mich macht Mallorca besonders, dass es einfach so vielseitig ist. Man hat nicht nur diese Partyszene, man hat eben auch das hier, einfach die Ruhe und Entspannung. Ich bin seit klein auf hierher gekommen, habe natürlich andere Urlaube gemacht wie jetzt, aber für mich ist Mallorca, seit ich ein Kind bin, in meinem Herzen. Dieses Jahr ist auch sehr viel passiert, auch hier auf Mallorca. Wir hatten unsere komplette Hochzeitsfeier hier. Dann haben wir hier groß mit unserer Familie unsere Hochzeitszeremonie gehabt. Und einen Tag später haben wir auch wieder hier einen Brunch gehabt. Also dieses Haus ist immer mehr gefüllt mit Erinnerungen, die wir niemals vergessen werden. Für mich war bei der Outdoor-Gestaltung wichtig Gemütlichkeit und dass man Plätze hat, wo man einfach zu 8, zu 10, zu 12 sich hinsetzen kann und stundenlang sprechen kann. Also Gemütlichkeit und Komfort ist bei mir an erster Stelle gewesen. Das Design, finde ich, kommt von alleine, weil die Kulisse an sich ist ja schon Design genug. Aber das ist auf jeden Fall mein Must-Have. Wenn wir jetzt von Einrichtungsgegenständen reden, dann ist ein Must-Have für mich auf jeden Fall ein großer Esstisch für die ganze Familie und schöne Sitzgelegenheiten, Poofs, Sofas, Outdoor-Sofas, Decken, damit man nicht friert abends und schön lange draußen sitzen kann. Hier sind wir jetzt im Wohnzimmer unseres Hauses, quasi das Herz unseres Hauses. Und hier verbringen wir meistens unsere Zeit eher abends. Aber wir haben hier auch eine kleine Spielecke für unsere kleine Tochter eingerichtet. Aber ja, wer Kinder hat, weiß, dass die Kinder nicht da bleiben, wo die Ecke ist, sondern sie ist überall. Zum Beispiel auch in dieser Weinwand, die wir hier hatten, schon als wir eingezogen sind. Die wird wahrscheinlich in Zukunft weichen. Die unteren Weinflaschen sind schon rausgenommen, weil mit Kind ist es einfach unpraktisch. Mein Einrichtungsstil hier in dem House of Mallorca unterscheidet sich wirklich komplett von dem in Deutschland. Hier setze ich eher Wert auf natürliche Farben, helle Farben, natürliche Materialien, unterschiedliche Holztöne und Holzarten, sodass man einfach sich so ein Stück Natur auch ins Haus holt. Ja, weil es dann einfach ein komplettes Bild ergibt. Witzigerweise, obwohl wir hier momentan gar nicht so oft sind, immer wenn wir hierher kommen, merke ich, okay, das ist für mich zu Hause. Wir, durch den Beruf von meinem Mann, der Fußballprofi ist, sind wir schon sehr viel umgezogen, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Städten. Und es fühlt sich zwar dann immer temporär an wie zu Hause, aber das hier, das bleibt. Das haben wir für immer, das ist nicht nur für uns ein Zuhause, sondern auch für unsere komplette Familie. Und das ist das, wo wir uns am wohlsten fühlen, und zwar von Sekunde eins, sobald wir diesen Raum betreten. Und jetzt zeige ich euch noch unsere Küche und unseren Essbereich. Wir sind jetzt in der Küche und an dieser Küche liebe ich einfach auch wieder diesen Mix aus Materialien. Wir haben hier einmal diesen wunderschönen Stein und das wunderschöne dunkle Holz, was sich auch dann wieder im Esstisch widerspiegelt. Und es ist groß genug, dass man für die ganze Familie kochen kann. Bei der Gestaltung des Essbereichs war mir wichtig, dass genügend Stühle vorhanden sind. Wir sind hier nämlich meistens nicht alleine, sondern mit unserer kompletten Familie. Omas, Opas, Mama, Papa und so weiter. Wenn ich ehrlich bin, reicht der Platz meistens nicht aus und wir sitzen hier so gut wie nie, sondern eigentlich zu 99% draußen.
Und wenn wir essen, dann sieht es so aus, dass wir ganz viele Schüsseln einfach auf den Tisch stellen, wir kochen zusammen und dann nimmt sich einfach jeder, was er mag. Eigentlich so ein bisschen die spanische Art und Weise zu essen. Jetzt schauen wir mal in unsere Schlafzimmer und die befinden sich unten. So, hereinspaziert in unser Hauptschlafzimmer. Hier findet man auch wieder diese Holztöne wieder, die Gemütlichkeit, viele Kissen, unterschiedliche Muster und Materialien. Und vor allem war uns wichtig, dass das Bett mit Blick auf den Garten gestellt wurde, sodass wir jeden Morgen aufwachen können. Wenn wir das Fenster aufmachen, hören wir die Vögel zwitschern und haben einfach diesen schönen Blick in die Natur. Unsere kleine Tochter schläft tatsächlich auch hier in dem Bett. Viele Eltern werden es kennen. Man bereitet ein Zimmer vor mit Bettchen und so weiter, was sie hier auch hat. Aber ehrlich gesagt, am Ende des Tages schlafen wir dann alle in diesem Bett eingekuschelt. Und irgendwie ist es auch schön, vor allem im Urlaub, so dieses Zusammenhaltsgefühl zu haben und gemeinsam in den Tag zu starten und ja, einfach zusammen die Zeit zu genießen. Das Gute an dem Schlafzimmer hier ist, dass man gleich connectedes Badezimmer hat. Das heißt, meine Abendroutine beginnt hier, indem ich mich dusche oder auch bade und dann ja Skincare, wenn ich es denn schaffe, wenn ich nicht zu müde und geschafft bin vom Tag und dann ja einfach gemütlich auf dem Bett noch ein bisschen Fernsehen schauen, wenn ich ehrlich bin. Wenn euch mein Look hier gefallen hat, denkt dran, ihr könnt ihn auch nachshoppen. Das war's von mir. Ciao.